Und ich habe auch zwischendrin gedacht, das zerstört unsere Familie, weil natürlich alle haben Angst um mich gehabt. Keiner kannte ihn, keiner hat so mit ihm gesprochen, wie ich es hatte. Und es war unglaublich schwer. Ich habe den gehasst, aus ganzem Herzen. Der hatte ja nicht nur mich, auch meine Frau und meine Tochter töten wollen. Der hat sie nicht gehindert von diesem vergifteten Essen. Es war übrigens eine 10-fach tödliche Dosis Thallium. Ich habe gedacht, dieses Thema der Kinderlosigkeit wird mich ein Leben lang begleiten. Ich werde nie wieder vollkommen fröhlich sein. Hier ist ERF Yes, willkommen in unserem Talkwerk. Ich hätte da heute wieder einige spannende Geschichten und interessante Menschen zu bieten. Schön, dass ihr dabei seid. Und ich stelle mal vor, meine Gäste auch gegenseitig. Und ich fange außen an mit Esther Buller. Esther hatte den festen Plan, Mutter von mindestens 4 oder 5 Kindern zu werden. Aber dann gab es irgendwann die schockierende Erkenntnis, sie und ihr Mann können überhaupt gar keine gemeinsamen Kinder bekommen. Für Esther bricht damit wirklich eine Welt zusammen und sie fühlt sich wertlos und schuldig. Und dann beginnt was, ich nenne es mal einen Trauerprozess, der wirklich ja über viele, viele Jahre sehr lange dauert, bis sie das so einigermaßen unter den Füßen hat. Danke, dass du uns heute davon erzählst. Vielen Dank für die Einladung. Daneben Dr. Wolfgang Welsch ist Publizist und Politikwissenschaftler, ursprünglich mal in der DDR als Schauspieler gearbeitet, aber dann, wie er in seiner eigenen Autobiografie geschrieben hat, quasi zum Staatsfeind Nummer 1 für die DDR geworden. Das nicht ganz weit hergeholt, diese Bezeichnung, denn er hat 3 Mordanschläge des Regimes überlebt. Und Jahre später bittet ihn der Täter um Vergebung. Und das hat so einiges ausgelöst. Danke, dass du heute da bist. Ich danke. Und schließlich Rebecca Brock. Rebecca wollte was Gutes tun und einem Menschen, der im Gefängnis sitzt, Briefe schreiben. Doch aus einer Brieffreundschaft mit einem verurteilten Straftäter in den USA wird ein bisschen mehr. Und die beiden haben mittlerweile geheiratet. Das passiert, während er noch im Gefängnis saß. Ja. Und jetzt wartet sie darauf, endgültig in die USA zu ihm auswandern zu können. Und man fragt sich ja, Rebecca, kann denn sowas gut gehen? Und die Frage klären wir heute mal. Schön, dass du da bist. Danke. Kannst du uns mal so zum Start mal mitten reinnehmen? Hochzeit im Gefängnis in den USA. Wie war dieser Tag? Wie hast du das erlebt? Es war natürlich ganz anders, wie man sich eine Hochzeit als Kind vorstellt. Wir waren in dem Besucherraum und da waren Wischmopp und ein Wassereimer auf dem Boden. Also es war sowas von unschön, muss ich sagen. Wir haben eine Pastorin gehabt, die mit uns reingegangen ist, die Andacht gehalten hat. Wir hatten den Pastoren vom Gefängnis mit dabei und natürlich Wärter, die halt alles beobachtet haben und gefilmt haben. Dann waren seine Mama und seine Oma mit dabei. Und wir waren zeitlich sehr, sehr eingeschränkt. Ich habe auch eine Kleiderordnung gehabt. Er durfte sich nicht umziehen. Oh, es war noch ein anderer Insasse mit dabei, der sein, wie nennt man das auf Deutsch, Best Man, sein Trauzeuge. Also Trauzeuge. Sein Trauzeuge war, genau. Und ja, es war, ich habe Angst gehabt, als ich reingegangen bin, dass es super traurig sein würde und dass ich eher verletzt werden würde, weil ich mir natürlich meine Hochzeit anders vorstelle. Aber in dem Moment war das vollkommen egal, weil es ging um uns beide. Wir wussten, wir heiraten, weil Gott uns gesagt hat, wir sollten heiraten und weil wir uns füreinander entschieden hatten. Und ich habe einfach gemerkt, ich brauche kein großes Kleid, ich brauche nicht 100 Gäste, ich brauche nicht das beste Essen. In dem Moment brauchte ich ihn und Gott. Und deswegen war es für mich absolut in Ordnung und wunderschön. Krass. Also vieles, was du erzählst, da merke ich jetzt schon, da müssen wir jetzt ein paar Sachen klären. Fangen wir noch mal vorne an. Okay. Wie ist diese Brieffreundschaft denn genau entstanden, mit der das alles anfing? Ich habe 2020 angefangen, Theologie zu studieren. Mhm. Und weil ich selber aus der Drogenszene komme, hatte ich voll das Herz, mich mit Menschen auseinanderzusetzen und ihnen von Jesus zu erzählen, die von der Gesellschaft ausgestoßen worden sind. Und für mich war klar, das ist das, was Jesus macht. Er geht dahin, wo sonst keiner hingeht, wo keiner hinschaut. Und ich habe schon versucht, in Deutschland Gefängnisinsassen zu schreiben. Aber man musste ein gewisses Alter haben, man musste sich bewerben. Ich war nicht alt genug. Und irgendwann habe ich über TikTok gesehen, dass man Insassen in Amerika schreiben kann. Und dann dachte ich mir, hey, das mache ich. Habe mich da angemeldet und bin durch die Profile gegangen. Und jeder war voll auf Beziehung. Jeder wollte seinen Partner finden und keine Ahnung. Das fand ich zu dem Zeitpunkt total abstoßend. Aber dann war da Corey, der nur über Gott geschrieben hat in seiner Bio. Und ich muss echt sagen, ich hatte solche Vorurteile, weil ich hatte keinen Kontakt zu Gefängnisinsassen. Ich
wusste nicht, ist er wirklich Christ? Ich meine, es gibt ja viele Namenschristen. Wie ist das? Und dann ich wusste aber, ich sollte ihm schreiben. Ich habe ihm geschrieben. Er hat mir geantwortet. Es war sein Zeugnis. Du konntest total rauslesen, der kennt Jesus, der liebt Jesus. Und so hat es angefangen. Krass, aber es hört sich trotzdem ein bisschen an, so nach so einem Gefälle, armer Knacki, selbstlose Retterin, die Briefe schreibt und so. Wie ging es dir selber eigentlich in der Lebensphase? In was für einer Situation warst du selber so? Mir ging es gar nicht gut. Dadurch, dass ich gerade aus der Drogenszene rausgekommen bin und ein paar Jahre vorher vergewaltigt worden bin, war ich an einem Punkt, wo ich wollte nicht leben. Ich habe mein Leben total gehasst. Ich habe gerade Jesus kennengelernt. Jesus ist mir gerade begegnet. Und ich wusste, ich glaube, das war jeden Tag. Ich bin jeden Tag da gesessen und habe gesagt, Jesus, ich hasse mein Leben. Ich hasse es, am Leben zu sein, aber ich ziehe das durch, weil du mir mein Leben geschenkt hast. Und es war jeden Tag einfach nur ein Kampf. Hm. Worum ging es denn dann in den Briefen, die ihr euch so gegenseitig geschrieben habt, wenn ihr beide in einer eigentlich, sagen wir es mal so, schwierigen Lebensphase wart? Es waren halbe Predigten, es waren nur Ermutigungen, es ging nur um Jesus. Und er hat mich die ganze Zeit ermutigt in meiner Situation, ich habe ihn ermutigt in seiner Situation. Und es hat mir so viel gegeben, weil da ist einer im Gefängnis seit 9 Jahren zu dem Zeitpunkt, der mir erzählt, wie gut das Leben ist, weil er Jesus hat. Und es war für mich einfach so ermutigend und hat mir so viel Hoffnung gegeben. Und da wusste ich, ich kann das auch. Ich kann auch. Aber wenn er so ein netter Kerl ist und so ermutigend, aber warum saß er denn dann im Gefängnis? Als er 13 Jahre alt war, hat ihn seine Mutter rausgeschmissen. Mhm. Er war obdachlos, als er 16 war. Zwischendrin war er bei seinem Vater und der Stiefmutter und die Stiefmutter hat ihn rausgeschmissen. Dann war er obdachlos und hat halt angefangen zu stehlen, hat einen bewaffneten Raubüberfall begangen, ist ins Gefängnis gekommen und 6 Jahre später hat er über Tommy, einen anderen Insassen, die sind beide auf dem Gefängnishof spazieren gegangen und Tommy hat gesagt, hey Corey, weißt du, egal womit du versuchst, dieses Loch in deinem Herzen zu füllen, ob es jetzt Drogen, Frauen oder sonst was sind, das kann nur Jesus. Und das war der Moment, wo es bei ihm Klick gemacht hat. Dann hat er sein Leben total umgeschmissen, hat die pastorale Ausbildung gemacht im Gefängnis, ist Gefängnispastor geworden, hat andere Insassen mit Bible Studies begleitet, Jüngerschaft und allen Möglichen und hat dann wirklich gesagt, hey, ich lebe auch für Jesus. Wann ist dir denn klar geworden, also irgendwie glaube ich, das ist mehr als eine Brieffreundschaft. Ich habe da plötzlich andere Gefühle. Nach ein paar Monaten, nachdem wir geschrieben hatten, wir haben immer darüber gesprochen, dadurch, dass wir so tief in unseren Gesprächen waren, haben wir immer wieder diese Themen gehabt, wo wir gesagt haben, hey, wenn du raus bist, dann unternehmen wir das zusammen und dann gucken wir uns das zusammen an. Und wir sind beide an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, wir denken zu viel aneinander. Und wir beide hatten Angst, weil wir beide aus Beziehungen kommen, wo wir verletzt worden sind oder einfach schlechte Erfahrungen damit hatten. Und dann haben wir zuerst gesagt, wir beten drüber und warten, bis er rauskommt, um zu gucken, was macht Gott. Aber wenn du einmal das Thema angesprochen hast, ist es da und dann ist es auch in der Luft und dann denken beide noch mehr drüber nach und haben wir echt gesagt, wir müssen drüber beten, wir müssen Gott fragen, was ist das und wie gehen wir damit um? Und uns, die Frage war ja nicht, will Gott, dass wir eine Beziehung eingehen, sondern die Frage war, will Gott, dass wir, werden wir heiraten? So, bist du mein Partner, den Gott in mein Leben gestellt hat? Und wir haben ganz viel drüber gebetet, ganz viel drüber gesprochen, was stellen wir uns für unsere Zukunft vor? Haben wir dieselben Pläne, dieselben Visionen? Passt es überhaupt? Und ja, in diesem ganzen Prozess, in diesem ganzen Gebet, hat er seine Antwort bekommen, ich habe meine Antwort bekommen. Ich habe natürlich länger gebraucht, weil es war ja schon ein Riesending und ich habe wirklich Angst gehabt. Aber ich wusste es einfach, das ist einfach dieser Frieden, den du hast, wenn du weißt, wo Gott dich hinschickt. Und ja, so haben wir dann gewusst. Also ich verstehe das insofern, ich sage ja, also wir haben da auch beide so eine Sicherheit außerhalb von uns gesucht, haben auch beide den Eindruck gehabt, das ist auch was Gott will. Aber jetzt mal so rein menschlich gedacht, ihr kanntet euch nur aus Briefen. Ja, ich weiß. Ich würde es auch. Wir sitzen auch mittlerweile zusammen und sagen, hey, was haben wir da gemacht? Ich glaube auch, wenn wir beide nicht so ein starkes Gottvertrauen hätten, dann hätten wir das nicht gemacht. Das war menschlich betrachtet und von außen betrachtet total bescheuert und naiv. Aber in diesem ganzen Prozess hat sich Gott einfach die ganze Zeit bestätigt. Und das hat mir die Sicherheit gegeben. Ich wusste, ich folge Gott nach in dem Moment. Ich wusste, das, was ich mache,
mache ich, weil Gott mich auf diesen Weg geschickt hat. Und ich hatte so eine unglaublich tiefe Sicherheit. Und das Krasse ist davor, ich konnte nie Entscheidungen treffen. Nach dem Missbrauchsfall und den ganzen Sachen, die passiert sind, ist mir sowas extrem schwer gefallen. Aber dann war so eine riesige Sache, so eine große Entscheidung da. Und ich hatte eine Sicherheit wie kein anderer. Ich wusste, er war der Richtige. Jetzt stellen wir uns mal vor, ihr habt irgendwann Kinder. Du hast eine Tochter und die sagt dir, ich habe mir jetzt Briefe geschrieben mit einem im Gefängnis und wir heiraten. Also Cori und ich reden drüber, sie wird eingesperrt, bis sie mindestens 30 ist. Ja. Das geht gar nicht. Ja, also, kannst du dir das vorstellen? Also ist das was, wo du sagen würdest, ja, das ist ein total guter Weg, einen Mann kennenzulernen, nein, macht das? Überhaupt nicht. Also ich würde es niemandem empfehlen. Ich habe da so viel mitbekommen in diesen ganzen Gefängnisszenen. Und ich habe ihn, was mir von Anfang an klar war, dadurch, dass ich Christ bin, ich wollte sehen, lebt er die christlichen Werte? Ist er wirklich Christ? Ist es Teil seines Lebens? Und wenn ich das nicht gesehen hätte, hätte ich ihm niemals dieses Vertrauen schenken können. Aber dadurch, dass wir dieselben Werte hatten, dass ich wusste, Gott kann Leben verändern, weil ich es selber erlebt habe, konnte ich ihm so viel Vertrauen entgegenbringen. Wenn ich das nicht gehabt hätte, ich würde es niemandem empfehlen, ganz ehrlich. Ist denn deine Familie da so innerlich mitgekommen bei dieser Entscheidung? Es war schwierig. Also es war schon sehr, sehr schwer für uns alle. Und ich habe auch zwischendrin gedacht, das zerstört unsere Familie, weil natürlich alle haben Angst um mich gehabt. Keiner kannte ihn, keiner hat so mit ihm gesprochen, wie ich es hatte. Und es war unglaublich schwer, aber ich weiß noch einen Moment, ich habe bei meinem Theologiestudium und ich habe mich wieder mal mit meiner Mama gestritten und ich bin drin gesessen, ich habe gesagt, Jesus, du willst, dass ich diesen Weg gehe, dann kümmere dich darum, dass meine Familie nicht zerbricht. Im selben Moment schreiben mir meine Mama und meine Oma, hey Rebecca, wir wollen Gott vertrauen. Und wir akzeptieren deine Entscheidung und wir unterstützen dich. Und es war für mich einfach so, Gott ist dabei. Krass. Ja. Dann gab es ja den Moment, wo du ihm, seid euch nicht bei der Hochzeit zum ersten Mal begegnet, sondern vorher auch schon vorher, mal. Oder? Vorher, vorher. Ja. Wie war denn diese erste Begegnung? Also die Reise insgesamt war sehr überwältigend. Ich habe so Angst gehabt, dahin zu fahren. Nicht wegen ihm, sondern ich musste das erste Mal nach Amerika. Ich bin das erste Mal in ein Gefängnis gegangen und ich habe seine Familie getroffen ohne ihn. Und ich habe einfach Angst gehabt. Also es war schon krass. Vor allem, ich habe mich davor extrem zurückgezogen gehabt und sehr isoliert gehabt. Auf jeden Fall, ich bin hingefahren, bin ins Gefängnis, musste dann durch diese ganzen Sicherheitskontrollen, bin dann in den Besucherraum gegangen. Und dann, da sind auch mehrere andere Besucher, also man ist nicht alleine. Und dann habe ich die Glasscheibe gesehen, wo dahinter die Insassen reingekommen sind. Und Cori war der Zweite und ich habe ihn an seinen Tattoos erkannt. Ich habe ja Bilder von ihm gehabt und er hat die Arme so ausgestreckt, weil er gerade abgetastet wurde. Und da wusste ich, das ist er und ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Ich bin da gesessen und eigentlich bin ich dann immer so, dass ich voll schüchtern wegguck und nicht in die Richtung gucken will. Aber ich dachte mir so, nee, guck einfach hin. Dann ist die Tür aufgegangen und ich weiß nicht mehr, wie ich von diesem Stuhl in seine Arme gekommen bin, aber ich war halt einfach dann da und es war so natürlich. Also es war nie seltsam zwischen uns, es war nie komisch oder so. Es war einfach von Anfang an so natürlich und so vollkommen, dass wir uns endlich sehen konnten, dass wir endlich zusammen waren. Hast du denn zwischendurch mal einen Moment gehabt, wo du dachtest, Rebecca, was tust du da? Ja, natürlich. Hör auf damit. Ja, natürlich, die ganze Zeit. Ja. Also ich meine, es war nicht, weil ich ihn angezweifelt habe oder diesen Weg, aber einfach, weil das so surreal war. Und dann musst du das jedem erklären. Und dann sind alle so, jeder kämpft dich da an und du musst es immer und immer wieder erklären. Und vor allem in den Momenten, wo ich selber Angst hatte, wie, wenn ich rübergeflogen bin oder keine Ahnung, da war ich so, boah, Mädel, du bist nicht stark genug für sowas. Was machst du da? Aber ich habe es immer hingekriegt und Gott war immer dabei. Wie ist das eigentlich anders? Du hast ja wahrscheinlich in deinem Leben auch schon mal Männer kennengelernt. So ist, wie anders ist das, jemanden über Briefe schreiben kennenzulernen, als wenn man den so im realen Leben kennenlernt? Ganz anders, weil die Beziehung baut sich zuerst mal auf den Charakter und die Persönlichkeit auf. Und da hatten wir wirklich einen Vorteil. Ich habe nur ihn gehabt. Ich hatte keine Ablenkung von Kino gehen oder Freunde treffen, sondern da war einfach nur die Gespräche, die wir hatten. Und das auch dann noch in solchen Situationen, wo man eh schon emotional ist und viel Gefühle zeigt. Und so haben wir uns wirklich gut kennengelernt. Aber natürlich war es dann auch wichtig, dass wir uns außerhalb des Gefängnisses kennengelernt haben. Und es ist ein ganz anderes Kennenlernen. Also man kann es schwer vergleichen. Er ist mittlerweile raus aus dem Gefängnis? Er ist raus. Ja. Mhm.
Was würdest du sagen, wie dich diese letzten Jahre, wie dich das alles persönlich verändert hat? Was hat das mit dir gemacht? Ich bin ein ganz anderer Mensch. Ich habe zum einen super viel Heilung erlebt, weil ich oft aus meinem, wie nennt man das, ich bin oft aus meinem Schatten rausgesprungen. Oder wie über meinen Schatten gesprungen. Über meinen Schatten gesprungen, ja. Ich bin so oft über meinen Schatten gesprungen, dass ich halt aus meiner kleinen isolierten Blase raus musste und Dinge gemacht habe, von denen ich nie erwartet hätte, dass ich sie machen würde oder von denen ich nie erwartet hätte, dass ich den Mut gehabt hätte. Auf der anderen Seite hat sich meine Beziehung mit Gott auch voll verstärkt, einfach weil ich hatte nur mein Vertrauen auf Gott mit Corey. Wir hatten nur dieses Vertrauen auf Gott, weil alle anderen waren ja nicht wirklich einverstanden mit dem, was wir gemacht haben. Und da hat sich Gott so enorm bestätigt, dass es meine Beziehung mit ihm verstärkt hat. Jetzt ist er draußen, ihr seid verheiratet, aber du bist hier. Ja. Was ist denn das Problem? Ja, die Amerikaner, die sind nicht so entspannt mit Ausländern. Ich habe vor 1,5 Jahren nach der Hochzeit habe ich die Green Card beantragt und jetzt nächsten Monat, am 8. März, bekomme ich sie hoffentlich, dass ich dann endlich komplett rüber darf. Okay. Bist du sehr aufgeregt? Das ist ja nochmal jetzt so ein neuer Abschnitt wieder, ja, ne? Ja, auf jeden Fall, weil es war einfach eine unangenehme Situation, dieses ganze Hin und Her. Ich wusste, Deutschland ist nicht mehr mein Zuhause. Ich habe mich da schon einfach zu sehr gelöst. Michigan war aber auch nicht mein Zuhause, weil ich einfach wusste, ich kann noch nicht bleiben. Und es war immer so ein heimatloses Gefühl. Und ich freue mich einfach, wenn ich irgendwo ankommen kann. Hast du irgendein Bild im Kopf, wie du dir eure Zukunft vorstellst? Ja, also wir beide hätten super gerne eine kleine Farm mit Pferden und Tieren und allen möglichen und Kindern. Und wir wollen beide im christlichen missionarischen Dienst arbeiten. Also das hört sich ja alles an wie im Film. Und das wäre so eine Art, ein bisschen kitschig, Happy End. Aber ich wünsche euch das sehr, dass ihr so ein kitschiges Happy End leben könnt. Danke. Danke, schön, dass du da bist. So, Wolfgang, wo wir beim Thema Film sind, wenn dein Leben ein Film wäre, wäre es keine kitschige Liebesgeschichte, sondern eher ein Drama. Wohl wahr. Und wir steigen in das Drama mal direkt ein. Du hast deine Autobiografie genannt, Staatsfeind Nummer 1, oder im Untertitel, ne? Wie war's? Ich war Staatsfeind Nummer 1. Du hast tatsächlich 3 Mordanschläge überlebt, die Stasi, die das System DDR auf dich verübt hat. Was für Anschläge waren das? Ja. Die waren auch nicht nur wegen meiner Fluchthelfertätigkeit. Ich war ja auf verschiedenen Bereichen tätig. Ich habe Politik studiert. Mir war 1973 bekannt, dass die DDR den Vereinten Nationen beitreten wollte. Übrigens die Bundesrepublik zum gleichen Zeitpunkt auch, nämlich am 18. September 1973. Und dagegen habe ich mich gewehrt. Ich habe ein Memorandum geschrieben, das über Umwege, kann man in meinem Buch nachlesen, tatsächlich nach New York, tatsächlich an den Sitz der UNO kam und überraschenderweise am 18. September 1973, 10 Uhr Ostküstenzeit, auf allen Tischen im Plenum der Vereinten Nationen lag. Von dem kleinen Studenten Wolfgang Welsch aus Gießen lag da ein Memorandum. Stimmen Sie gegen den Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik in die Vereinten Nationen? Es ist ein verbrecherisches Unrechtsregime und so weiter. Und ich belege das in diesem 8-seitigen Memorandum. Und ich hätte nie gedacht, dass das dorthin kommt, schon gar nicht in dieser Position. Ich dachte, ich bin zufrieden, wenn es im Papierkorb des Generalsekretärs landet. Dann weiß ich für mein Inneres, boah, du hast etwas getan. Ja? Nee, es ging viel weiter. Und natürlich wusste die DDR sofort Bescheid. Und so spielte man in den Semesterferien, wo ich immer an den gleichen Urlaubsort, nämlich nach Nordgriechenland, in ein Fischerdorf an der Ägäis, da mich immer platzierte. Da tauchte plötzlich ein junger Mann auf und der sprach Deutsch, weil das war, wer da noch Deutsch sprach, fiel sofort auf. Also wir mussten uns über den Weg laufen, liefen uns auch über den Weg, wir schlossen Bekanntschaft und schnell wurde daraus eine Art Freundschaft. Ich besuchte ihn in London, wo er angeblich ein Fotostudio hatte, das war aber Legende. Der hatte gar kein Fotostudio, der hatte irgendeine Flat in London. Und als ich fragte, ja, zeig mir doch mal dein Fotostudio, sagte er, das Haus wird gerade renoviert, da stehen Gerüste vor. Also kurzum,
Es war der Mörder, der von der Stasi bestellte Mörder, der mich töten sollte und nach einem guten Grund und Ort eine Location suchte, wo er das unauffällig tun konnte. Nun, wenn viele und viele haben gefragt, das ist doch ganz einfach, der hätte dir doch an der nächsten Ecke im Dunkeln nachts um 10, wenn ich da nach Hause komme, eine Kugel in den Kopf schießen können. Ja, das geht nicht. Das machen Kriminelle vielleicht. Aber hier geht es ja um einen Geheimdienstmord. Und da soll kein Mord aussehen wie Mord. Das soll eine unbekannte Krankheit sein. Beispiel Nawalny. Ja? Mhm. Wissen wir genau, wie da vorgegangen wurde. Ja. Also mit Gift, wo man gar nicht wusste, wenn nicht hochqualifizierte Spezialisten die Herkunft. Ja, apropos Gift, der dritte Mordanschlag war auch ein Giftanschlag. War auch Gift, richtig? Ja, war auch Gift. Aber wenn ich richtig informiert bin, mit so einer Menge, die hättest du eigentlich gar nicht überleben können. Nein, 10-fach tödliche Dosis. Der erste Mord war eine Bombe in meinem Auto. Und bei Darmstadt hatte ich die Temperatur 140, war der Zeitzünder. Und das Auto überschlug sich. Und ich hatte Gesichtsverletzungen von den Splittern des Armaturenbretts und so weiter. Okay, zweiter Anschlag misslang. Ich habe es überlebt. Zweiter Anschlag war in England. Da wurde ich nach England gelockt von meinem Freund inzwischen. Ich könnte da ein paar Antiquitäten kaufen in London. Und wir fuhren mit einem gemieteten Sprinter von der Firma Hertz nach London rüber, um da ein paar Möbel mitzunehmen. Und ja, unterwegs sollte ich an einer Stelle vorbeikommen. Deswegen benutzen wir die Autobahn M1, Dover, London. Und an einer ganz bestimmten Stelle, ich war kürzlich im britischen TV und da sind wir zu dieser Stelle gefahren und haben das nochmal nachvollzogen, da sitzt ein Scharfschütze, der Stasi. Und da gab es ein Protokoll noch bei der Stasi. 13 Jahre später habe ich das gelesen. Und da fragt mein Freund den General der Stasi in Berlin-Treptow, Ost-Berlin, ja, wenn der Schütze aber daneben schießt, ich sitze doch neben dem Welsch im Auto, dann trifft er mich vielleicht. Woraufhin der General ihm sagte, Peter, keine Sorge, wir schicken den Besten, der schießt an der Fliege auf 100 Metern das linke Auge aus. Also den Besten. 13 Jahre später las ich das und habe mir gesagt, stimmt, Sie haben den Besten geschickt. Nur als ich da langsamer fuhr, als er sagte, fahr mal langsam, damit der Schütze mich identifizieren kann, bückte ich mich nach meiner Pfeife, die unten im Fußraum rollte. Bei der Abfahrt von der Fähre in Dover war eine schräge Abfahrt, da fiel die Pfeife runter, rollte da im Fußraum. Da aber Linksverkehr war und ich ein größeres Auto fuhr, dachte ich, oh, mal jetzt nicht bücken, sondern erst mal nur fahren. Jetzt konnte ich mich bücken nach der Pfeife. In dem Moment, wo ich unten war und die erwischte, gab es einen Schlag, ich kam mit der Pfeife in der Hand wieder hoch, ein Loch vorne in der Scheibe. Ich fuhr sofort nach links, Linksverkehr, ja. Wir sprangen raus, da hat doch jemand auf uns geschossen, Loch in der Windschutzscheibe. Und ja, kurze Zeit darauf habe ich mich korrigiert. Ich sage, nee, da hat nicht jemand auf uns geschossen, da hat jemand auf mich geschossen. Denn das Loch ist genau vor mir. Und ich sah das Loch vor mich, setzte mich rein, schlug einen Halbkreis und da war hinten das Loch in der metallenen Rückwand zur Ladefläche. War auch ein Loch. Und hinten im letzten Ausschussloch, hinten an der Tür. Und ja, also wenn ich mich nicht gebückt hätte. Ja, also das heißt, du wusstest, da ist möglicherweise tatsächlich ein Anschlag auf mich verübt worden, aber dass der Freund, der neben dir saß, damit nein, was das zu wusste tun hat, ich hast du nicht geahnt. Das war mir noch nicht bekannt. So, dass er eine dritte Chance hatte. Der dritte Anschlag ließ nicht lange auf sich warten. Die Stasi war so erpicht darauf, mich zu töten. Da wurde eine riesige Operation in Gang gesetzt. Da wurde ein Auto nach Israel exportiert, ein Motorhome. Und er selbst schmuggelte das Gift. Ich sollte mit einem ganz gemeinen, hinterhältigen Gift vergiftet werden, nämlich Thallium. Das ist ein hochgiftiges Schwermetall. Das ist ein weißes Pulver und das wurde transportiert, weil die Kontrollen in Israel sind ja sehr scharf. Da hatte man sich ein Togal-Fläschchen genommen. Togal ist also ein Medikament, so Tabletten. Und da hatte man dieses Thallium da reingekippt. Das war vielleicht so viel etwa. Und noch ein paar Tabletten dazu. Dann sah das aus wie der Abrieb von den Tabletten. Ja. Und so ist das Gift nach Israel gekommen. Wir sind damit gefahren. Er hat Essen gemacht, hat das Gift rein. Und das Schlimme dabei war, er
hätte die Möglichkeit, meine Tochter saß neben mir am Tisch, auf dem Campingplatz in, am See Genez, nee, am Roten Meer, südlich von Eilat. Und er hätte sagen können, du, lass mal den Papa jetzt essen, ess mal nichts. Mag die Erklärung auch noch so dümmlich sein. Auf jeden Fall hätte er sie abhalten können. Aber er tat's nicht. Weil in dieser Dienstbesprechung hat ihn der General gesagt, auf seinen Einwand her, aber wenn die Tochter und die Frau davon essen, sterben die ja auch. Woraufhin der General Fiedler, der Chef dieser Operation, ihm sagte, Peter, egal, wenn die sterben, Hauptsache der Welsch ist tot. Ja. Und da sieht man auch den ganzen verlogenen Charakter dieses Systems in der DDR, von dem viele ja heute in nostalgischer Weise immer noch sagen, ja, war doch aber nicht alles schlecht, ja. Hat auch gute Seiten. Ja. Ja. Hört sich aber, wenn so eine krasse Menge, hört sich fast wie ein, ist Wunder der richtige Ausdruck, dass du das überlebt hast? Ja, würde ich schon sagen. Also es, ich habe mal so ein Schreiben von der katholischen Kirche gesehen, wer ist berechtigt oder was ist berechtigt, Wunder genannt zu werden. Das von der katholischen Kirche als Wunder. Das wäre genau so ein Wunder. Aber ich bin nun mal nicht katholisch. Und deswegen konnte ich auch nicht irgendein Award oder sonst was bekommen. Ja. Was ja vollkommen in Ordnung ist. Ja. So, jetzt spulen wir wieder ein Stück vor. Wann hast du denn rausgefunden, dass hinter all diesen Dingen dein Freund Peter steckte? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Zunächst mal gar nicht. Ich las denn 1984 ein Buch von Friedrich Wilhelm Schlohmann, Operationsgebiet Bundesrepublik. Da wurde ein Fall geschildert eines Lehrerehepaares aus Westdeutschland, die für den DAAD nach Afrika gingen und dort Schüler unterrichteten. Weiß nicht, Angola oder Mosambik. Und jedenfalls waren das Länder, in denen nicht nur Lehrer halfen, Schüler zu unterrichten, sondern der Staat holte sich auch die Stasi ins Land. Die sollte den Geheimdienst aufbauen, in Angola wahrscheinlich. Und die Lehrer hörten davon und erzählten ihren Schülern, dass das ganz schön schlecht ist für ihr Land. Diese Lehrer, die hatten einen Freund, der war Fotograf in London. Als ich das las, da dachte ich, hoppala, ich habe ja auch einen Freund, der ist angeblich Fotograf in London, was gelogen war. Und dieser Freund, der verschwand plötzlich und das Ehepaar war aber tot. Die wurden dann kurze Zeit darauf beide tot in diese, ich glaube in Angola, irgendwo da in einer der Stadt, wo sie lebten, aufgefunden. Und der Freund war weg, den fand man nicht mehr, der war spurlos verschwunden. Und da, als ich das las, das war wie meine Geschichte, nur mit anderen Locations, da habe ich zum ersten Mal den Verdacht zugelassen, mein Freund könnte in Wahrheit ein Täter der Stasi sein, ein geschickter Mörder. Und daraufhin habe ich dann kurz nach dem Fall der Mauer, 1990, bin ich zum ersten Mal gleich in Ost-Berlin gewesen. Da gab es noch die Übergangsregierung, die de Maizière, noch DDR. Und habe beim DDR-Generalstaatsanwalt eine Strafanzeige gegen Erich Milke, Chef der Stasi, gemacht. Kurze Zeit darauf bekam ich in Westdeutschland, in Weinheim, wo ich lebte, bekam ich anonyme Anrufe. Tagsüber, später auch nachts. Wir wissen, wo du wohnst. Wir werden vollenden, was wir begonnen haben. Oh, gruselig. Und da habe ich mir gedacht, im Kontext dieser vorhergehenden Mordanschläge konnte das doch nur bedeuten, man will mich immer noch töten. Es gab zwar keine Stasi mehr, das ist richtig, aber die Menschen, die diesen Hass, diese Ideologie in sich trugen, die gab es immer noch, die lebten. Und die wollen mich offenbar, wer immer das ist, der da anruft, die wollen mich töten. Und da habe ich mir erlaubt, Angst zu bekommen. Was? Und bin ins Exil gegangen, 91. Alle kamen sie, als die DDR zusammenfiel, kamen sie wieder zurück und ich musste gehen. Weil die Justiz nicht glauben wollte, hier, bei der ich insgesamt 3 Strafanzeigen stellte, die haben nicht ermittelt, obwohl der Paragraph 211, Mord, Verabredung zum Mord und so weiter, ein Kapitaldelikt ist. Die hätten ermitteln müssen. Aber die glaubten es nicht. Seit wann ist Glaube eine juristische Kategorie? Ja. Natürlich nicht. Ja. Die Presse hat es möglich gemacht, dass die Justiz ermittelte.
Der Täter wurde gefunden, die Täter, auch der General, wurden gefunden, verhaftet. Leider hat sich der General noch während der U-Haft aufgehangen, was ich sehr bedauerlich fand. Aber mein Täter stand vor Gericht. Ja, stand vor Gericht. Und jetzt würde mich mal interessieren, das war jemand, den du für deinen Freund gehalten hast. Genau. Dir wurde endgültig klar, der steckte hinter diesen Dingen. Ganz genau. Mich würde deine Gefühlslage interessieren in diesem Moment. Kann ich mir gut vorstellen. Ich war als Nebenkläger bei diesen Prozessterminen, es waren ja mehrere, es war vor dem Landgericht, Schwurgericht in Berlin und Saal 500. Und ich war jeden Tag dort, bin von Costa Rica aus rübergeflogen und habe den nicht ein einziges Mal angeguckt, weil ich habe den gehasst, aus ganzem Herzen. Der hatte ja nicht nur mich, auch meine Frau und meine Tochter töten wollen. Der hat sie nicht gehindert von diesem vergifteten Essen. War übrigens eine 10-fach tödliche Dosis Thallium. Und die Ärzte im Mannheimer Krankenhaus, wo ich lag, als die das konstatierten und feststellten, die waren sprachlos. Wieso habe ich das überlebt? Es war denen völlig schleierhaft. Und ich war bei einem Ärztekongress, ein halbes Jahr später, in Frankfurt am Main. Und da schob man mich auf die Bühne und sagte, hier ist der Mann, der hat eine 10-fach tödliche Dosis Thallium überlebt. Ja, und da stand er nun, war nun Mittagspause eines Tages während dieses Termines. Ich hatte schon einiges gehört. Und alle waren draußen, nur vorne auf der Richterbank. Es war ja kein Schöffengericht, sondern Schwurgericht, also alles Berufsrichter. Saß noch ein Richter, der nicht zum Mittagessen rausging. Und er gegenüber mit zwei Wächtern und ich alleine auf der anderen Seite. Plötzlich sagte er, kann ich dich mal sprechen? Tja, was macht man da? Gingen mir viele Gedanken durch den Kopf. Aber ich bin dann wortlos aufgestanden, bin runtergegangen in die Mitte des Raumes. Ihm wurden die Handschellen abgenommen, die Balustrade, da wurde aufgemacht. Er konnte raustreten, kam zu mir und er stand mir einen Meter direkt vor mir und sagte Folgendes. Ich habe dir großes Unrecht angetan. Das habe ich jetzt in diesem Prozess mitbekommen. Und ich schäme mich dafür. Ich schäme mich, was ich dir angetan habe. Ich bereue das. Ich bereue das sehr. Ich kann es aber nicht rückgängig machen. Geht nicht. Aber du sollst wissen, ich bereue das. Und dann, nach einer kleinen Pause, ihm liefen schon die Tränen übers Gesicht, er zitterte am ganzen Leib, sagte er, bitte vergib mir. Ja. So, da lief quasi mein Leben in Blitzsekunden, ja, ich weiß nicht, die Synapsen in meinem Gehirn hatten wohl Schwerstarbeit, was sich da alles vernetzte und was da aufblitzte. Was mache ich jetzt? Ich muss vielleicht dazu sagen, damit man das noch besser versteht und einordnen kann. Ich komme aus einem christlich-bürgerlichen Elternhaus. Ich bin also, gerade weil ich in Ost-Berlin gelebt habe, bin ich jetzt kein Kommunist oder Sozialist oder wer auch immer, sondern ich hatte andere Werte von vornherein mitbekommen, nämlich christliche Werte. Ja, und das kam mir plötzlich auch in den Kopf. Ja, du musst als Christ, musst jetzt mal eine Entscheidung treffen. Da steht jemand, der bittet dich um Vergebung, der bereut das Unrecht, das er dir angetan hat, der schämt sich dafür. Also alle diese Ingredienzien, sozusagen die Voraussetzung für eine gültige Vergebung, die waren da. Ja, und obwohl das nur Bruchteile von Sekunden waren, habe ich ihm die Hand gegeben und habe gesagt, Peter, ich vergebe dir. Hat das was verändert? Sofort. Ich habe das direkt gespürt. Fiel eine wie zentnerschwere Last von mir. Es war der Hass. Der war plötzlich verschwunden. Der war nicht mehr da. Eine Last fiel von mir. Ich konnte mich von dieser Opferrolle endlich befreien. Bekam die innere Freiheit zurück. Und das bewegt mich im Grunde genommen oder das prägt mich bis heute. Denn ich kenne viele Menschen, die haben jahrelang auch in den Zuchthäusern gesessen. Die sind gefoltert worden wie ich, schwerst gefoltert. Darüber können wir heute und haben wir heute nicht gesprochen. Das merkt man ihnen heute noch an. Und das wird auch nie vergehen. Jean Améry hat in seinem Essay Tortur genau darüber geschrieben. Aber das war weg. Alles das war weg. Das heißt, die Vergebung ist für den, der sie ausspricht, heilend.
Es findet eine Heilung statt. Ob ich den hasse oder nicht hasse, den anderen, den Täter, interessiert das nicht. Der spürt das ja nicht, sondern er hat vielleicht eine andere Belastung, nämlich zu wissen, was er mir angetan hat. Die habe ich ihm genommen, aber mir damit zugleich zu neuer innerer Freiheit verholfen. Und deswegen kann man die Vergebung in diesem Sinne gar nicht hoch genug einschätzen. Ist auch ein wesentliches Essentials des christlichen Glaubens. Ich denke da Matthäus 6, glaube ich, 14, wenn ich richtig mich entsinne, fällt mir dazu ein. Da steht das nochmal genauestens beschrieben. Ja, wenn der Mensch nicht vergibt, vergibt Gott auch nicht. Ich würde mal sagen, also für mich wäre es jetzt das zweite Wunder, nachdem dass du diese Anschläge überlebt hast. Ja. Dieses Wunder von Vergebung, was du da noch erfahren hast. Ey, also ich hätte noch so viele Fragen und du hättest noch so viel wahnsinnig Spannendes zu erzählen, da bin ich mir ganz sicher. Aber ich fürchte, wer da noch mehr wissen will, der sollte vielleicht einfach mal in dein Buch gucken. Genau. Da entdeckt man noch mehr. Vielen Dank, dass du heute hier bist. Gerne. So, Esther, du hast ganz fasziniert zugehört. Ja. Zwei wirklich, so spannend. Die zweite wirklich irre Geschichte, was Menschen so erleben. Aber nicht alles, was man erlebt, ist super spannend und super aufsehenerregend. Und doch gibt es Dinge, die einen im Alltag so richtig fertig machen können. Das ist jetzt eigentlich dein Thema. Ungewollte Kinderlosigkeit, da reden wir gar nicht so viel drüber in unserer Gesellschaft. Das ist gar nicht so ein Thema. Und trotzdem was, glaube ich, was sehr viele betrifft und für viele auch ein riesen Problem ist, was ihnen sehr zu schaffen macht. Deshalb schätze ich das sehr, dass du heute darüber redest. Du hast auch ein Buch drüber geschrieben, vom unerfüllten Familientraum zum erfüllten Lebensraum. Genau. Kannst du mal die Gedanken und Gefühle beschreiben, die dich als kinderlose Frau, ungewollt kinderlos, lange beschäftigt haben? Ja. Also meine Vorstellung vom Leben, von einem erfüllten Leben, von einem schönen Leben war immer Familie. Ich bin so erzogen worden, ich bin so aufgewachsen, ich komme aus einer großen Familie, mein Mann kommt aus einer großen Familie und wir sind nicht so erzogen worden mit der Prämisse, ihr werdet Karrieretypen oder so. Und das war, wie gesagt, meine Vorstellung. Ja, ich habe relativ früh geheiratet, mit 22 Jahren, und habe mich auf Familie eingestellt. Nach ungefähr gut 3 Jahren hatten wir dann die Diagnose, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Und dann brach einfach eine Welt zusammen, eine Lebensvorstellung, die ich angestrebt hatte, und ich war damit völlig überfordert, aber ich habe gedacht, okay Gott, also ich komme auch aus einem christlichen Elternhaus, bin mit Gott groß geworden, habe an ihn geglaubt, und ich dachte, du willst jetzt meinen Glauben auf die Probe stellen. Ich muss jetzt nur stark genug glauben, du willst mich testen und es wird alles gut werden. Und dann nach einer gewissen Zeit habe ich festgestellt, das ist kein Test, das ist brutale Realität. Ich werde nicht Mama. Und dann brach nicht nur meine Lebensvorstellung zusammen, sondern ich hatte auch mit Gott ein Problem. Mit dem hatte ich bis dahin kein Problem. Und ich war völlig überfordert, sodass ich mich wirklich mit Selbstmordabsichten beschäftigt habe, weil ich in so eine Sinnlosigkeit meines Lebens verfiel, in so eine Trauer, in so einen Schmerz, dass ich damit völlig überfordert war. Ich habe das alles nicht unter die Füße kriegen können und wusste auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja, und irgendwann haben sich die Selbstmordabsichten verflüchtigt, aber eine depressive Phase folgte. Und ich wusste jahrelang nicht, wie ich da rauskommen soll, wie ich den Schmerz bewältigen kann. Ich fühlte mich auch wie eine Gefängnisinsassin, gefangen in der Situation, dass ich machtlos war. Ich konnte nichts ändern an dieser Situation. Wir konnten keine Medikamente nehmen oder irgendwas machen, wo du denkst, okay, damit können wir das Problem beheben. Die Diagnose ist nämlich die, es liegt an meinem Mann und es ist ein DNA-Fehler. Mhm. Und es wurde uns ganz schnell gesagt, ja, an der DNA können wir nichts machen. Ich habe gedacht, wir fliegen zum Mond.
wir können skypen und uns vernetzen mit Menschen, die in Australien leben. Sowas ist alles möglich, aber an dieser DNA, da kannst du nichts reparieren. Ja, und mein Leben versank in Traurigkeit, in Schmerz und ich kam jahrelang nicht raus. Jetzt war es ja so, dass also quasi die medizinische Diagnose war, es lag an deinem Mann, dass ihr nicht schwanger werden konntet. Was hat denn das bei dir für Gefühle gegenüber deinem Mann ausgelöst? Ja, also er musste erstmal vielleicht ein bisschen mehr daran knabbern als ich. Aber ich war, wie du das auch eben schon erzählt hast, ich war davon überzeugt, dass Gott uns zusammengeführt hat. Und dann ist erstmal egal, ob wir jetzt Kinder bekommen oder nicht. Und wir haben uns einfach zu sehr geliebt. Wir konnten uns nicht vorstellen, aufgrund dieser Diagnose uns zu trennen. Viele Jahre später kam dann zwar noch mal eine große Herausforderung, aber das war für uns unstellbar. Das war keine Option für dich zu sagen, okay, Mutter werden könnte ich ja vielleicht trotzdem. Das war keine Option für dich? Nein. Okay. Was ich allerdings nicht verstehe, du hast mir eben erzählt, dass du selber dich so schlecht gefühlt hast, ne? so minderwertig und, und Schuldgefühle, weiß nicht, welche Begriffe du genau gebraucht hast gerade. Aber warum diese Gefühle so dich selbst betreffen? Du könntest doch sagen, ja, sorry, aber bei mir ist ja alles in Ordnung, es liegt ja nicht an mir. Warum hast du dich so schlecht gefühlt? Ja gut, du kannst aber nicht alleine schwanger werden. Ja. Und wir sind ein Ehepaar, wir gehören zusammen, es geht auch nur zu zweit. Und ich war ja automatisch da mit involviert und ich habe viele Jahre später festgestellt, ich war von klein auf so ein Typ, ich wollte alles immer gut machen. Ich wollte zu Hause gut sein, ich wollte nett sein, ich wollte in der Schule gut sein. Es hat mir nicht gereicht, Tätigkeiten oder Aufgaben, die man mir gab, so halbherzig zu machen. Sondern auch, ich habe einen Hang zu Perfektionismus. Und jetzt geriet ich in eine Situation, wo mir alles aus der Hand genommen war und ich konnte die Erwartungen unserer Familie nicht erfüllen, einfach unseres gesamten Umfeldes, die davon ausgingen, dass wir Kinder bekommen. Gab es Situationen oder fallende Situationen ein, die du als besonders schwer empfunden hast über die Jahre mit dem Wissen, ich kann keine Kinder bekommen, wo du sagst, also das hat mich besonders getriggert? Ja, also ich hatte viele Jahre lang einen sehr unregelmäßigen Zyklus. Und da hast du immer das Problem, es verschiebt sich was und die Hoffnung schießt nach oben. Und dann glaubst du auch an einen Gott, der wundertätig ist, der Wunder tun kann. Und du betest und glaubst und wirst Monat für Monat enttäuscht. Und diese Familienfeste oder sowas wie Weihnachten, es war grausam, es war unerträglich. In der Gemeinde, in die wir gingen, wurde Muttertag gefeiert. Und ich konnte irgendwann diese Feste kaum ertragen, wenn dann die Nichten und Neffen ihre Geschenke von meinen Schwiegereltern bekamen, bin ich ins Badezimmer zum Heulen gegangen. Weil ich das nicht aushalten konnte. Da werden Kinder beschenkt, aber meine nicht, weil sie nicht existieren. Kinder müssen existieren, um beschenkt zu werden. Und für mich waren die Kinder total präsent. Ich hatte schon Namen ausgesucht. Ich habe mir überlegt, wie sie aussehen könnten. Mein Mann hat Grübchen und ich habe mich damals in diese Grübchen meines Mannes verliebt. Und natürlich hatten in meiner Vorstellung auch meine Kinder Grübchen. Und sie hatten Namen. Ich hätte sie am liebsten schon Klamotten und alles gekauft für diese Kinder. Und für das Umfeld ist das, glaube ich, total abstrakt. Also wenn ein Mensch nicht existiert, wie kann man um ihn trauern oder wie kann man ihn vermissen? Aber für mich existierten diese Kinder. Ja. Jetzt hast du ja viel von der christlichen Gemeinschaft auch gesprochen, in der du da zu Hause warst. Konnte die dir da nicht Trost sein und Stütze sagen, hier, du, es gibt ja auch noch andere Dinge im Leben, wie auch immer, ne? Also irgendwie Ermutigung, Trost, dich irgendwie auffangen? Es gab niemanden, der sich um mich gekümmert hat. Ich habe, als ich Jahre später das feststellte, musste ich aufpassen, dass ich darüber nicht bitter werde und damit hader. Aber ich glaube, Gott hat mich
bewusst einen sehr, sehr einsamen Weg geführt. Das Einzige, was mich getröstet hat und was mir geholfen hat, war das Wort Gottes. Ich habe ganz, ganz viel Bibel gelesen, weil das etwas war, was ankam. Das andere drang nicht zu mir durch und ich konnte es auch teilweise gar nicht abhaben, wenn ganz vereinzelt mal Leute Trostversuche gestartet haben. Ich habe immer gedacht, ihr versteht mich nicht, ihr wisst gar nicht, wie schlimm das ist. Und erst recht, wenn jemand mich trösten wollte, der selber Kinder hat. Ich habe gedacht, kommt, geht nach Hause, ihr wisst gar nicht, wie das ist. Jetzt heißt ja dein Buch vom unerfüllten Familientraum zum erfüllten Lebensraum. Hört sich eigentlich nach einer positiven Wende an und da muss ja was passiert sein bei dir, dass du das anders annehmen kannst, dass du da anders leben kannst jetzt mit. Was ist denn da passiert? Ja, nach ungefähr 10 Jahren, also ab der Diagnose, 10 Jahre später, kam eine Autorin auf mich zu, eine christliche Autorin. Und sie wusste, dass ich unter Kinderlosigkeit leide, aber sie wusste nicht, wie intensiv oder irgendwie, sie kannte keine näheren Details. Und sie kam auf mich zu und sprach mich an und fragte, ob ich mir vorstellen könnte, ein Buch zu schreiben für diese Frauen, die unter Kinderlosigkeit leiden. Das hier? Genau. Genau dieses Buch. Und damals war mir noch überhaupt nicht klar, wohin ich dieses Buch entwickeln könnte. Also, dass auch der Titel so lauten würde, zum erfüllten Lebensraum, das war mir lange nicht klar. Ich habe 4,5 Jahre ungefähr geschrieben. Aber dieser Auftrag hat etwas in mir bewirkt. Ich hatte nämlich das Problem, ich habe gedacht, Gott, wenn du uns keine eigenen Kinder gibst, dann kannst du uns doch was anderes geben. Schick uns in die Mission oder gib uns Pflege- oder Adoptivkinder. Aber 10 Jahre lang ist nichts passiert. Alles, was wir versucht haben, verlief im Sand. Ich konnte keine Logik daraus ersehen. Denn ich fände es logisch, wenn Gott gesagt hat, okay, keine Kinder, aber dafür ein anderer Job. Aber es passierte nichts in meinem Leben. Und das war überhaupt das Schwerste, dieses Aushalten, ohne dass du ein Sinn siehst oder ein Ziel siehst. Dann kam dieser Buchauftrag. Ich habe gedacht, okay, es gibt ja kein Happy End in dem Sinne. Normalerweise schreibst du Bücher, wenn du lange gelitten hast und dann kommt das Happy End. Und plötzlich wurde ich schwanger. Eben, ja. Dann kannst du darüber schreiben. Aber das passierte nicht. Und ich bin in eine Phase gekommen, wo ich gedacht habe, wie kann ich diesem Buch Sinn geben? Warum soll es lohnenswert sein, dieses Buch zu lesen? Und wenn ich einfach nur dieses Schmerzhafte, diese Beerdigungen, die ich im Badezimmer gefeiert habe, weil ich wieder am Bluten war und alles umsonst war, alles hoffen, alles beten, alles umsonst. Ja, das kannst du da reinschreiben, aber wem hilft es dann? Und ich habe sehr viel gebetet, sehr viel die Bibel gelesen und Gott hat mich an die Hand genommen und hat mich dann in einen Entwicklungsprozess geführt, der letztendlich in einer Heilung geendet hat. Ich habe gedacht, dieses Thema der Kinderlosigkeit wird mich ein Leben lang begleiten. Ich werde nie wieder vollkommen fröhlich sein, nie wieder vollkommen glücklich sein. Es wird immer ein Schmerz im Hintergrund bleiben, den ich nicht mehr loswerde. Und dadurch, dass ich mich auch damit befasst habe, wie gehe ich mit Bitterkeit um, mit Neid auf andere Frauen, es war ein Riesenthema bei mir. Ich habe ganz brutal unter Neid gelitten. Wie gehe ich damit um, wenn Menschen mich verletzen mit Schmerz, der noch von außen zusätzlich dazukommt? Warum gibt Gott Leid und ist er gerecht? Denn meine Schwester bekam 12 Kinder, meine Zwillingsschwester und ich kein einziges. Und für mich wäre vielleicht gerecht gewesen, okay, 6-6 oder okay, sie 10 und ich 2, aber nicht sie 12 und ich 0. Und in der Bibel steht aber, dass Gott gerecht ist. So, wie gehe ich jetzt damit um? In meiner Situation, wie kriege ich dieses Thema unter die Füße? Ja, und irgendwann entstand der Wunsch und ich habe gesagt, Vater im Himmel, ich möchte heil werden. Ich möchte
Ich möchte einen Weg finden, wie mein Herz heilen kann. Ich möchte nicht in diesem Schmerz gefangen bleiben, sondern bitte, bitte, nimm mich an die Hand, denn in der Bibel steht viel von Heilung. Ich habe gedacht, okay, wenn du nicht die äußere Situation veränderst, gut, aber das Innere musst du doch irgendwie heilen können. Und ich durfte tatsächlich Heilung erfahren. Es gibt eine Situation, die für mich der Beweis dafür war. Ich habe lange Zeit nicht viel Kontakt mit meiner Schwester haben können, weil das einfach zu schmerzhaft war mit den Kindern. Und beim 12. Kind, das war im Januar letzten Jahres, habe ich zu meinem Mann gesagt, komm, lass uns hinfahren. Ich konnte lange keine Babys auf den Arm nehmen oder halten, weil es so geschmerzt hat. Und ich hatte jetzt irgendwie richtig den Wunsch, dieses Baby in dieser Welt begrüßen zu dürfen. Und wir sind da hingefahren und ich durfte das Baby halten und es war einfach nur schön. Ich durfte mich darüber freuen, dass dieses Kind komplett ist, dass es lebt, dass es atmet, dass es ein winziger, kleiner, vollkommener Mensch ist. Und erst einen Tag später habe ich gemerkt, ich habe kein einziges Mal dieses Empfinden gehabt oder dieses Bedauern, ach, könnte es doch mir gehören oder wäre es doch meins. Sondern es war einfach ein tolles Miteinander. Ich habe es genossen. Und am nächsten Tag, als mir das bewusst wurde, habe ich gedacht, du bist geheilt. Du kannst wieder Menschen ertragen, Babys. Du kannst es wieder unter Frauen aushalten, die sich nur über Kinder unterhalten, was eine Zeit lang der Horror für mich war. Und das war so ein tolles Gefühl. In Bilderbüchern wird das ja manchmal dargestellt, wenn Jesus Gelähmte geheilt hat, die so richtig euphorisch ihre Krücken wegwerfen und tanzend da die Straße entlang laufen. Und ich hatte dieses Empfinden, ich bin geheilt. Und all meine Ketten, alles, was mich gefesselt hat, worunter ich so gelitten habe, ist weg. Wow. Wenn du ein paar Sätze hättest für Frauen, die noch mitten in dieser Trauer über ihre Kinderlosigkeit stecken, vielleicht auch Männer, das kann ja Männer genauso betreffen. Was wäre was du denen gerne sagen würdest? Mein großes Problem war, ich hatte so eine explizite Vorstellung von meinem Leben, dass ich so eingeschränkt war, dass ich nichts anderes mehr sehen konnte. Und wenn du dich an dieser Vorstellung von Familie und von Kindern festklammerst, hat Gott kaum eine Chance, dir einen anderen Weg zu zeigen. Weil du solche Scheuklappen hast, dass du nichts anderes mehr siehst. Und tatsächlich bedeutet es, dass also als erstes wirklich loszulassen und zu sagen, Gott, du hast mir das Leben geschenkt, du hast einen Plan dafür und ich möchte offen werden, ich möchte wirklich offen werden, für das, was du mit mir vorhast, weil ich glaube, dass du mein Leben besser überblicken kannst als ich. Ich sehe nur die Vergangenheit und den aktuellen Stand. Aber ich kann nicht in die Zukunft schauen. Und ich möchte dich erleben und auch dann aktiv einen Heilungsprozess anzusteuern. Jesus hat oft gefragt, wenn er geheilt hat, was soll ich dir tun? Und die haben gesagt, die Personen, die krank waren, ich will geheilt werden. Und das müssen auch wir bewusst wollen. Man kann sich auch in Mitleid wälzen und in Trauer und da irgendwie dran festhalten. Aber du musst heil werden wollen. Also die Hand mal öffnen. Genau. Ja. Vielen Dank. Mir ist gerade aufgefallen, wir haben eigentlich heute dreimal über Gefängnisse gesprochen. Du von der Gefangenheit in diesem Lebenstraum und in der Trauer. Du von deinen Gefängniserfahrungen. Und da sitzt doch eine junge Frau, die hat im Gefängnis jemanden geheiratet. Also, es gibt einen Weg aus Gefängnissen raus, es gibt Freiheit. Das war irgendwie, haben wir gar nicht geplant, aber das war so das Thema dieser Sendung. Schön, dass du mit dabei warst. Nächste Woche geht's dann weiter im Talkwerk mit drei neuen spannenden Gästen. Bis dahin, macht's gut. Danke.